Ketten ist flexibel, es schafft mit Normelementen, die vorhanden sind, die sich aufgebaut und es lässt sich trotzdem alles verändern, das ist für uns sehr wichtig. Und die Abhängigkeit, die ich hatte, praktisch von einem Mann, der auf der CNC gearbeitet hat, für mich ist ein grosses Risiko. Irgendwelche Ausfälle lassen sich gar nicht planen. Ich bin dummer als der, der die CNC als einzig auch noch bedient hier. Und wenn ich das selten mache, macht es für mich relativ schwierig. Wenn ich aber mit Kettentier arbeiten kann, ist das auch für mich eigentlich kein Problem. Oder wäre auch nicht das Problem, jemanden dort nachzuziehen.